Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, mein Lieben, ich bin jetzt in Antalya angekommen und ich habe mir diesmal auch ein Auto angemietet. Ich möchte euch mal das Auto zeigen von außen. Es ist eine Renault, 2018er Baujahr. Ist, glaube ich, eine Clio. Ja, genau, ist eine Clio. 09er Motor. Dieses Mal habe ich das von einem anderen Unternehmen angemietet. So sieht es hier drin aus. Und die Konditionen hier sind natürlich ein bisschen anders als bei Chizgi. Chizgi konnte ich diesmal nicht reservieren, weil die hatten keine Fahrzeuge zur Verfügung in der Zeit, wo ich dann hier bin. Deswegen habe ich diesmal einen anderen Anbieter reserviert. Und ja, zu den Preisen, das will ich euch nachher nochmal sagen, was das hier bei diesem Anbieter kostet. Und ja, mein Lieben, ich habe jetzt gerade getankt, wie so hier in der Türkei üblich. Tank war ja leer. Ich habe erst einmal für 200 türkische Lira getankt. Jo, dann würde ich sagen, dann mache ich mich auf den Weg. Ich werde zum Hotel fahren. Und ja, dann würde ich sagen, bis nachher. Ja, mein Lieben, ich war jetzt, wie gesagt, Richtung Manavgat. Ich habe noch eine halbe Stunde Fahrt vor mir. Boah, wie fährt der denn hier, der Busfahrer? Ja, die geben schon hier ziemlich Gas. Ich bin jetzt gerade 90 und der fährt locker mal 100. Na gut. Ja, ich habe diesmal wieder einiges vor, die ich erledigen möchte. Ja, ich möchte für meine Wohnung ein paar Elektrogeräte kaufen und wenn ich schaffen sollte, Klimaanlagen. Ich brauche jetzt circa sechs, also nicht circa, also ich brauche genau sechs Klimageräte und halt die zwei Geräte für die Fußbodenheizung. Ich habe ja so eine Luftwärmepumpe eingebaut. Ja, mal schauen, was das dann alles kostet. Ja, darüber hinaus habe ich noch, ich bin dabei, eine Wohnung zu kaufen, weitere Wohnung zu kaufen. Und mal schauen, wie das Ganze dann halt verläuft, abläuft. Ja, ich war jetzt zum Hotel, beziehungsweise Pension. Ja, ich habe eine 1 plus 1 angemietet. Was habe ich dafür bezahlt? Ja, pro Tag ungefähr 13, 14 Euro. Ist jetzt gerade dunkel. Hier in der Türkei, Antalya, ist auch nicht gerade warm. Also gerade eben war windig. Ungefähr 7 Grad haben wir hier. Ja, also wie gesagt, ist schon kühl. Natürlich, Deutschland war ja noch kälter. Deutschland, wo ich Düsseldorf zum Beispiel, da war minus 3 Grad. Und hier haben wir dann halt plus 7. Genau. Ja gut, mein Lieben, da würde ich sagen, ich melde mich später nochmal. Ja, hallo mein Lieben, ich bin jetzt in der Wohnung angekommen. Und ich möchte euch gerne mal die Wohnung zeigen. Ja, das ist so eine Sitte. Ich glaube, das gehört nur ein. Bin mir jetzt nicht sicher, das sind mehrere Blöcke. Es sind drei Blöcke, A, B, C. Aber ich muss sagen, dass die Wohnungen ziemlich runtergekommen sind. Also wie gesagt, hier ist der Eingangsbereich. Direkt vom Eingangsbereich aus ist dann hier, ja, Wohnzimmer mit Küche. Ja, Küche seht ihr. Also nichts Besonderes. Hier mal ein paar Besteckteller. Was haben wir hier? Ja, hier. Was ist das hier? Sieht nach Öl aus.
Also wie gesagt, ja, ist schon sehr runtergekommen. Und das für den Preis, ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt für 9 Tage, meine ich, irgendwas mit 130 Euro bezahlt. Ja, vielleicht geht das ja, aber ich weiß nicht, die letzte Mal, wo ich in der Wohnung war, also so Ferienwohnung, die war, ja, 1000 besser. Aber gut, erfüllt seinen Zweck. Fernseher. Hier ist so Schreibtisch. Und übrigens, es ist kalt, tagsüber wohl. War Sonnenschein und jetzt haben wir hier 5 Grad. Ich bin jetzt gerade hier reingekommen, ich muss erstmal hier die Klimaanlage, muss das noch hier heizen. Deswegen laufe ich noch mit der Jacke rum hier. So, hier ist die Schlafzimmer. Bett scheint sauber zu sein. Ja, scheint sauber zu sein. Ja, Bett ist sauber, das ist schon mal gut. Ansonsten hier hat sehr viel Macken hier. Und übrigens, ich habe aktuell noch kein Internet. Ich habe für Internet, damit ich Internet benutzen darf, kann und Klimaanlage wohl, die kosten nochmal extra. Also für 9 Tage Klimaanlage, also ich habe hier nur eine Klimagerät. Und für Internet bezahle ich für 9 Tage hier 1000 türkische Lira. Und ich habe noch kein Internet. Ich habe den daraufhin angesprochen, den Hausmeister, der hier für zuständig ist. Der bewacht das hier Ganze. Der ist hier vorne bei der Eingang. Und ja, es gibt wohl heute Probleme mit Internet. Die wollen das wohl morgen lösen. Ich hoffe das. Ansonsten kann ich ja nicht arbeiten, telefonieren. Hier ist das Badezimmer. Ja, ich sehe jetzt hier keinen Durchlauferhitzer. Oder ist das irgendwo jetzt versteckt? Ich mache mal hier an. Ich schaue mal, ob da warmes Wasser läuft. Ja, es gibt keinen Durchlauferhitzer. Eiskaltes Wasser läuft hier. Das kann nicht wahr sein, oder? Meine Güte, das muss ich denen mal morgen sagen, wo ich hier überhaupt duschen soll. Also wie gesagt, kein warmes Wasser. Also die Anlage ist schon ziemlich alt, ich denke mal, die haben so eine Boiler oben am Dach, Wassertanks. Und je nachdem, wenn keine Sonne da ist, dann ist die Tankinhalt auch nicht warm. Ich denke mal, sie haben sowas hier. Also wie gesagt, ich kann hier nicht duschen. Na gut, da muss ich eventuell doch zu meiner Wohnung und da duschen, oder ich werde den mal ansprechen, was man da machen kann, weil das geht so nicht. Ja, hier ist ein bisschen dunkel. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin ja nicht hier wegen Urlaub machen oder so. Ich werde ja auch einiges hier erledigen. Für die Wohnung ein paar Elektrogeräte kaufen. Und ich werde eventuell jetzt eine zweite Wohnung kaufen, was ich von Deutschland aus schon reserviert habe. Anzahlung wurde auch geleistet. Ja, durch die türkische Lira hatte ja massiv an Wert zugenommen, also was ich auch wirklich zugenommen an Wert, ja genau, gestiegen, sag ich mal, was ich auch super finde. Allerdings, ich habe mich mit dem Verkäufer auf eine bestimmte Summe geeinigt.
Und durch starke türkische Lira musste ich doch ein bisschen mehr Euros zahlen, also wechseln. Also ich habe locker durch die starke Euro, also weil der Euro gestiegen ist, ungefähr 7000 Euro mehr, die ich bezahlen muss. Also so Pi mal Daumen. Na gut, das mache ich dann auf jeden Fall. Wie gesagt, das könnte ja auch in eine andere Richtung laufen. Das heißt, der Verkäufer wäre vielleicht im Minus gewesen. Aber naja, ich bin doch ein bisschen im Minus als wie geplant. Ja, meine Güte, musste ich halt dann durch. Ich meine, bei der ersten Wohnung hatte ich ja da deswegen ja auch ein bisschen Gewinn gemacht, deswegen, weil der türkische Lira ja damals auch an Wert verloren hatte, habe ich auch bei meiner ersten Wohnung Plus gemacht. Und das tut sich jetzt mit der Wohnung hier begleichen. Ja, ansonsten, was mache ich noch? Wie gesagt, Wohnung, also neue Wohnung kaufen. Also morgen werden wir zum Tapo fahren und das Geld dann direkt überweisen. Also wir werden das überweisen, wenn das geht. Und dann werden wir direkt morgen zum Tapo Unterschriften leisten. Und dann gehört die Wohnung mir. Dann wird die Wohnung zur Vermietung zur Verfügung stehen. Das ist eine 2 plus 1 Wohnung. Ist in der Malgorz Zentrum, sag ich mal. Ich schätze mal so 2 Kilometer, schätze ich mal, vom Zentrum entfernt. Das ist direkt gegenüber vom Krankenhaus. Da sind auch Schulen. In diesem Gebäude sind auch Mieter, so eher Ärzte, Lehrer. Mein Schwager hat auch da eine Wohnung gekauft, letzten Monat. Und jetzt hat sich was für mich ergeben da und ich habe da jetzt zugeschlagen. Wie gesagt, Anzahlung wurde geleistet und der restliche Betrag wird dann halt morgen überwiesen. Ja, wie gesagt, dann bin ich mit der Wohnung dran. Ich werde auch zusehen, dass ich die Wohnung auch in der Zeit dann auch vermietet kriege. Diesbezüglich werde ich noch ein Video machen, wie die Wohnung aussieht. Die wird dann unmobiliert vermietet. Ja, ansonsten, was gibt's noch? Also ich habe heute, also das erzähle ich euch dann morgen wegen der Mietwagen. Das ist auch ein bisschen anders wie letztes Mal gelaufen. Aber dazu dann morgen mehr. Jetzt und hier mache ich Schluss für heute. Wie gesagt, ich kann ein Video heute nicht hochladen. Das wird eventuell dann morgen online sein. Alles klar, mein Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch schöne Feiertage und genießt die Zeiten mit eurer Familie. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten. Danke, euer Fatih. Ciao.